Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Illusion of Time. Oh, jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Naja, egal. Falls ihr euch fragt, wieso ich hier nicht noch 68, also 2 zu 68 habe. Das Problem ist, ich habe den letzten Save State nicht gemacht. Das heißt, ich habe den letzten Part nochmal machen müssen. Und ja. Da hat sich ein bisschen was geändert. Und ja, was muss ich jetzt machen? Muss ich hier die Statue anquatschen oder wie sieht das aus? Ja, reden wir mit der Statue. Ich bin Rama, der König von Mu. Meine sterbliche Hülle ist längst verfault, doch mein Geist lebt. Viele Seelen längst verstorben umgeben uns. Kannst du sie sehen? Oh, cool. Einst kam ein gewaltiger Lichtstrahl vom Himmel. Alle dachten, es wäre ein Zeichen der Götter. Oh. Ein Jahr danach veränderte sich unser Körper. Manche wurden zu Stein, andere schmolzen, platzten oder verfaulten. Familie und Freunde wurden vor unseren Augen zu Monstern. Es war ein schwerer Schlag für uns. Das kann ich mir vorstellen. Für viele gab es nur eine Lösung, Flucht. Doch Mu ist eine Insel und wir wussten nicht, ob es noch andere Lebensräume gibt. Außerdem hatten wir keine Materialien, um ein Boot zu bauen. Ja, wenn man sich hier den Dungeon so ansieht, dann kann ich das durchaus verstehen. Viele sahen keinen Ausweg mehr. Wenn es so weitergegangen wäre, dann? Was wäre dann passiert? Also beschloss man, einen unterirdischen Gang zu graben, egal wie lange es dauern würde. Oh, ein unterirdischer Tunnel. Na, irgendwie müssen wir hier auch wieder rauskommen. So, es gibt keine mehr. Hast du noch was zu sagen? Der Unterwassertunnel befindet sich im Inneren. Nimm diese Statue an dich. Cool, eine Statue. Yay! Ich bekomme eine Statue. Und diesmal ist sie grau. Jetzt haben wir schon drei, also die Hälfte vom Spiel haben wir, glaube ich, durchaus geschafft. So, aber ich glaube, hier kommt ein Bossfight. Gleich mal Heilkräuter hinmachen. Und meistens in einem Dungeon kommt ein Bosskampf. Erik! Hilfe! So Hilfe doch! Oh. Vampir. Hast du die Störte gefunden? Oder du hast die Störte gefunden? Der Fremde kam mir gleich merkwürdig vor. Wir taten gut daran, ihn gehen zu lassen. Was, du es nicht, der nach seinem Blut geleckt hat? So wie du immer nach Blut leckst. Wenn du ein junges Fleisch riechst, deine Energie bringt uns doch ins Grab! Du bist nicht viel besser! Doch warte, dies ist nicht der Ort, um Zeitpunkt sich zu streiten. Lass uns zunächst die Statue holen und dann das Blut! Wow, 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 wow! Vampirfight! Aua! Okay, die nehmen nicht viel Schaden. Und wir haben ein Zeitlimit. Das ist ja kacke. Wie soll man das packen mit Zeitlimit? Und zwei Gegner noch dazu? Das wird schwierig. Ja. Ich werde mich, glaube ich, darauf konzentrieren, mal einen zu besiegen und dann den zweiten. Und wir haben leider keinen Freedom. Das ist das Problem. Ich bin gerade selbst dabei, mich selbst zu zerstören. Doch, warte, ich habe doch meine Heilkräuter. Aua! Hey, das tut weh! Das tut scheiße weh! Ja, klar!
Ich habe doch meine Heilkräuter eingesetzt. Ich habe sie doch schon so viel in der Mangel gehabt. Aua, das tut ziemlich weh. Ich gehe so viel Risiko ein. So, gleich wieder Heilkräuter ausrüsten. Und gleich wieder nehmen. Wenn die eine mal weg ist, dann haben wir sicher keine Probleme. Nicht mehr so viele Probleme. Killen wir die mal? Oh, jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Gleich nochmal Heilkräuter einwerfen. Und die letzten Heilkräuter heben wir uns auf Reserve auf. Und der sieht mir ziemlich... Also ihr könnt ja lesen, was der gesagt hat. Aua! Und der ist viel stärker als sie. Und wir haben nur noch so viel Zeit. So, meine letzten Heilkräuter. Und ich gehe so viel Risiko ein. Okay. Es wird noch knapp. Wow! Aua! Kacke! Ich habe keine Heilkräuter mehr. So, 2 zu 2,5 Punkten. Wow! Okay, das wird knapp. Ja! Tod! Tod! Und ich habe keine Heilkräuter mehr. So, Erik, ich befreie dich. Die Bombe hat 2 Zündschnüre, eine rote und eine blaue. Auf jeden Fall die blaue. Und jetzt? Ich habe die Bombe entschärft. Gerettet. Lilly spricht aus deiner Tasche. Es tut mir leid, Will. Ich konnte nichts machen. Meine Knie zitterten noch vor wie Espenlaub. Ich war wie versteinert. Eigentlich bin ich nicht feige. Doch wenn es brenzlig wird... Entschuldige, dass ich so lange in der Tasche war. Ja, Lilium, was hast du in der Tasche gemacht? Wieder einmal hat Will mich gerettet. Ja, und jetzt? Kann ich die Fesseln irgendwie befreien? Okay, ich muss nach unten gehen. Neil! Will, geht es dir gut? Neil ist nicht zu sehen. Was ist geschehen? Hier bin ich. Ja, sie war die ganze Zeit in meiner Hosentasche oder wo auch immer. Feiges Huhn, du. Tut mir leid, dass ihr euch Sorgen gemacht habt. Will hat mich beschützt. Sieh da, Will wird langsam aber sicher erwachsen. Das ist jetzt unwichtig. Lass uns lieber überlegen, wie wir von hier wegkommen. Gute Idee. Von jemand namens Rama haben wir einiges gehört. Will erzählt allen, was geschehen war. Eine traurige Geschichte. Das arme Volk. Die eine Hälfte ertrank, die andere floh durch den Unterwassertunnel. Vielleicht schaffen wir es durch den Tunnel bis zum Festland. Prima Idee, lass uns von hier verschwinden. Und ich habe keine Heilkräuter mehr. Ich habe alle Heilkräuter jetzt versammelt bei dem Boss. 5 Tage sind nun vergangen, seit wir in den Tunnel gegangen sind. Doch er scheinte kein Ende zu nehmen. Ich glaubte, er führte ins Nichts.
Lass uns für heute Schluss machen. Ich bin geschafft. Ich werde langsam lange und gut schlafen. Das ist doch verrückt, so weit zu laufen. Genug, ihr beiden. Ihr habt euch schon beklagt, bevor wir überhaupt losmarschiert sind. Lars hat recht. Farah, jeder von uns ist am Ende. Lasst uns etwas essen, ich bin am Verhungern. Und was essen wir? Erik? Hey, ich bin beschäftigt. Ah, ich glaube, der macht gerade... Ah, jetzt sieht man eh, was da runter rennt. Ich glaube, der pieselt gerade ein bisschen. Lilly? Ah, Kara? Ich habe Hunger. Ich will ein saftiges Steak. Meine Haut ist von diesen blöden Fraß schon ganz verstrumpelt. Ich glaube eher, das sind die Umstände und Luftfeuchtigkeit hier drinnen. Menschen sind seltsam. Je länger wir durch diesen Tunnel marschieren, desto eher vergessen wir, warum wir hier sind. Vielleicht ging es den damaligen Leuten genauso. Aber die haben den Tunnel graben müssen. Ich frage mich, wie weit dieser Tunnel noch geht. Ich habe keine Ahnung. Vor tausenden Jahren sind hier bereits Menschen durchgelaufen. Ich muss laufend an diese Zeit denken und komme mir dabei so unbedeutend vor. Gut, und jetzt müssen wir was zu essen holen, oder wie? Was ist das? Diese Pilze sind unsere einzige Nahrung. Sie wachsen überall im Tunnel. Gestern gebackene Pilze, vorgestern gekochte Pilze, davor roh. Git. Wir dürfen nicht zu viel verlangen. Um zu überleben, müssen wir essen. Ja, finde ich auch. So. Oh nein! Will hat schon wieder Pilze gefunden. Das ist noch nicht... Ist immer noch besser als zu verhungern. Lass uns essen. Gut, dann essen wir heute... Ja. Ich hab zu schnell gedrückt. 8 Tage in dem Tunnel. Schlaflos starte ich auf einen unterirdischen Fluss. Coolen Fluss. Und Lilly? Kannst du nicht schlafen? Doch. Ich versuche, Schafe zu zählen. Es kommt nur keins. Du hast dich auf dieser Reise ganz schön verändert. Man könnte fast meinen, du wirst erwachsen. Ich verstehe das selbst alles nicht, aber... Eine seltsame Kraft wohnt in mir. Mein Körper kann sich in den eines Kriegers verwandeln. Das alles hat mit der Reise meines Vaters zum babylonischen Turm seinen Ursprung genommen. Ich stehe erst am Anfang dieser Macht zu begreifen. Warum hast du dich dieser Expedition angeschlossen? Zuerst war es nur ein Spaß, aber jetzt habe ich andere Gründe. Morgen wird wieder ein langer Tag. Wir sollten etwas schlafen. Lilly, kannst du die Gründe nicht ein bisschen erläutern? 2 Wochen sind wir nun in diesem Tunnel und es ist kein Ende in Sicht. Als ich letzte Nacht schlief, hörte ich seltsame Geräusche über mir. Karl ist sehr besorgt über diese Geräusche. Ich bin viel zu müde, um irgendwas zu machen. Ja. Wartet, ich höre es wieder. Das ist das Geräusch. Ja, ich höre es auch. Und was ist das? Oh, das hört sich nicht an. Vielleicht ist es Riversen. Oh nein, wir müssen verschwinden. Ist Riversen nicht dieser komische Fisch, der uns damals vom Inka-Boot geschubst hat? Verschwinden? Wohin denn? Ja, ich habe keine Ahnung. Aber Leute, wir machen jetzt einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.
Bis dann, haut rein und ciao, ciao.